Ja, Vater, ich komme ja schon. Ja, entschuldige, Vater, aber... Nein, Vater, ich bin noch unter der Dusche. Ja, ich weiß. Gleich, Vater. Gleich komme ich runter. Prego, fuori di questa stanza. Subito. Chiamo portiere. Aber Papa, du verstehst doch kein Wort aus der Zeitung. Na, endlich. Immer muss ich auf dich warten, Martha. Mein ganzes Leben habe ich auf dich und auf deine Mutter gewartet. Unsinn, Vater. Das ist kein Unsinn. Dann ist es eine Übertreibung. Ewig versuchst du, eine Diskussion hineinzuziehen, und du merkst, dass du im Unrecht bist. Verzeih, Vater. Bitte. Auch das sagst du nur, damit ich den Mund halte. Würdest du jetzt bitte das Taxi bestellen? Zu Befehl. Per favore, può chiamare un taxi? Sofort. Taxi! Übrigens. Ich habe Ihnen den Dübel in Ihr Zimmer geschickt, dem Sie gestern zugezwinkert haben. Alles in Ordnung? Wem habe ich zugezwinkert? Dem Schwarzen. Gestern. Wissen Sie, ich bin schon 20 Jahre in diesem Gewerbe und da... Ich habe niemandem zugezwinkert. Noch nie. Es ist nicht meine Art zu zwinkern. Verzeihen Sie, aber ich dachte... Das Taxi. Bitte vergessen Sie das Taxi nicht. Vater, ich würde gerne noch eine Ansichtskarte an Mutter schreiben. Tu, was du nicht lassen kannst. Ihr Taxi. Nur noch die Briefmarke. Nun komm endlich, Martha. Aber... Hat's geklappt? Ach, Quatsch. E andata male? No, andre bene.
Dass die das überhaupt erlauben, an so einem Platz. Ja, Vater. Das ist verwunderlich. Komm. Ist dir nicht gut, Vater? Strengt es dich zu sehr an? Ach, was nur. Diese verdammte Treppe nimmt gar kein Ende. Ja. Sie ist sehr anstrengend. Soll ich dich ein wenig stützen, Vater? Immer willst du mich berühren, Martha. Vater, sag doch was. Vater, bitte, bitte. Mein Gott, Vater, so sag doch was. Lass mich bitte los, Martha. Meine Tasche ist gestohlen worden. Taxi. Mutter, ganz ruhig. Ich habe dir eine schreckliche Nachricht zu geben, Mutter. Ich weiß gar nicht. Nein, Mutter, nein. Es ist... Vater ist heute gestorben. Er ist auf der spanischen Treppe plötzlich zusammengebrochen. Und dann... Weißt du, man hat ihm nicht mehr helfen können. Und dann ist mir auch noch meine Handtasche gestohlen worden. Da war alles Geld drin. Und Vater hat überhaupt nicht gelitten.
Es ging ja so schnell. Du darfst nicht weinen, Mutter. Du weißt doch, er glaubt so stark an Gott und da ist es doch nicht so schlimm für ihn. Drum bin ich jetzt auch auf der deutschen Botschaft. Wegen des Geldes, weißt du? Wir müssen das gleich erledigen, gnädige Frau. In 10 Minuten ist nämlich hier Schluss. Ja, gern. Fragen Sie nur. Ich verstehe Sie ja. Nein, Mutter, nein, das ist nur hier. Ihr Name? Heyer. Martha Heyer. Weißt du, ich muss jetzt lauter Auskünfte geben. Die helfen mir ja hier. Ich bin doch völlig hilflos. Vater hat doch alles Geld mir gegeben. Er trägt doch so ungern Geld mit sich herum. Das weißt du doch genau. Alter? 31. Und die letzten Tage, da ist er so glücklich gewesen, so aufgeräumt. Und der Petersdom, da hat er doch Jahre drauf gewartet. Verheiratet? Nein, ledig. Und er spricht immer davon, dass er den Papst sehen will. Aber das meint er natürlich gar nicht so ernst. Er stellt es sich nur immer vor und schwärmt davon. Die genaue Adresse? Konstanz, Detlef-Sirk-Straße 21. Ich bin da auch geboren. Ich bin in Konstanz zur Schule gegangen, habe Abitur und arbeite als Bibliothekarin. Ich hatte schon immer eine starke Beziehung zu Büchern, wissen Sie? Immer schön langsam. Ich muss das ja alles mitschreiben. Natürlich. Ich bin wohl ein wenig aufgeregt. Verstehen Sie die Situation? Oh Mama, tu doch nicht weinen, Mama. Vater macht das doch nicht, wenn du weinst. Das weißt du doch genau. Er hat es nie gemacht von mir. Er hat es nie gemacht, wenn wir geweint haben, Mutter und ich. Jetzt habe ich eingehängt. Ich habe gar nicht anhängen wollen. Es ist einfach passiert. Ich kann doch nichts dafür. Helfen Sie mir! Ich bin doch einfach weggelaufen und den Vater da liegen lassen. Ich habe doch keine Ahnung gehabt, was ich tun soll. Sagen Sie, hätten Sie eine Zigarette da für mich, bitte? Helfen Sie mir? Aber natürlich, Fräulein Heyer. Natürlich helfen wir Ihnen. Aber das habe ich Ihnen doch schon vorher versprochen. Wissen Sie, das ist die erste Zigarette meines Lebens. Vater hat mir immer verboten zu rauchen. Sagen Sie, könnten Sie so lieb sein und die Nummer meiner Mutter noch mal wählen? Ancora questo numero in chiamare, per favore. Mamma? Verzeih, aber wir sind unterbrochen worden. Du? Weißt du, dass ich gerade eine Zigarette rauche? Es ist die erste. Und die Leute sind alle so nett hier. Richtig nett. Die werden mir auch helfen, Vaters Leiche nach Deutschland zu bringen. Bitte aufschreiben, der Zug in der Tür.
Komm, Mama. Setz dich hier. Was hast du nur getan, Martha? Dass Vater sich so aufregen musste. Immer hat er sich nur über dich aufgeregt. Setz dich. Setz dich, Martha! Warum kannst du nicht sein wie alle? Immer hat sich Vater nur mit dir beschäftigt. Immer hast du alle seine Energie in Anspruch genommen. Guten Tag, Erna. Guten Tag, Fräulein Heyer. Setzen Sie sich doch. Es war ein wenig einsam ohne Sie. Diese grässliche Geschichte mit Ihrem Vater. Was müssen Sie durchgemacht haben? Er war ja doch ein sehr kultivierter Mensch. Schade. Aber er war ja wohl schon länger krank. Ja. Vater hatte von klein auf einen Herzfehler. Nun, da ist es ja Gott sei Dank etwas leichter zu ertragen. Fräulein Heyer. Ja. Sie wollten mir nach dem Urlaub eine Antwort auf meine Frage geben. Ich bin entschlossen, nicht zu heiraten, Herr Meister. Noch nicht. Sie können sich sicher vorstellen, wie dringend Mutter mich gerade jetzt braucht. Und ach, es ist alles so schwer. Das ist sehr traurig. Für mich, Fräulein Heyer. Aber ich muss Ihren Entschluss akzeptieren. Danke. Nun, sind Sie zurechtgekommen, Erna? So ganz allein? So ziemlich. Manchmal war es mir natürlich nicht so leicht, etwas Schwieriges zu finden, aber Frau von Skatsch? Ja? Kommen Sie doch bitte mal. Oh, Martha, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, wie schön wir es haben werden. Er hat ein so schönes Haus, der ist ein so guter Mensch. Oh, Martha, Martha. Mutter hat sich jetzt wieder gefangen. Sie wollte heute zum Arzt gehen. Es hat sie doch schwerer getroffen, als ich gedacht hatte. Aber natürlich, Martha. Sie hat ja noch am selben Tag die halbe Stadt angerufen. Hat die Leute sogar beschimpft. Mich auch. Aber ich glaube, sie war ziemlich betrunken. Betrunken? Das glaube ich nicht, Marianne. Vater hätte das nie geduldet. Alkohol in seinem Haus.
Ich weiß es ja doch nicht genau, Martha. Ich hab's vermutet, weil sie so gewirkt hat. Vielleicht hat sie ja heimlich getrunken und du und dein Vater, ihr habt nichts davon bemerkt. Mutter? Naja, vielleicht hast du sogar recht. Du hast ja gar keine Ahnung, was in einer Ehe alles heimlich passiert. Schau mal, ich hab doch mit Edgar immer diskutiert, wenn ich anderer Meinung war als er, nicht? Gewiss, das ist ja auch richtig so. Ist es eben nicht. Ganz im Gegenteil, Martha. Ich habe gelernt, meinem Mann immer recht zu geben. Immer und überall. Aber wenn es drauf ankommt, dann geschieht, was ich will. Und Edgar merkt es nicht einmal. Das ist aber doch... Das ist... Du meinst unehrlich? Na schön, lass es unehrlich sein. Es ist aber auch wesentlich friedlicher und man braucht weniger Beruhigungstabletten. Und die Scheidung? Ach, schon längst nicht mehr akut. Tja, es ist viel passiert in den letzten Wochen. Es hat sich vieles geändert. Wer ist denn das? Das ist Dr. Salomon. Den müsstest du eigentlich auch kennen. Er hat Ilse einen Antrag gemacht. Und sie? Sie hat natürlich angenommen. Wäre ja schön dumm. Hallo? Ihr Lieben, ich muss leider gleich wieder weg. Ihr müsst mich entschuldigen. Ist was dazwischen gekommen. Ciao. Ciao. Meister hat heute wieder vom Heiraten gesprochen. Und? Ich... Weißt du, es ist wegen Mutter. Und sie braucht mich doch, um da... Da hast du abgelehnt. Schön dumm. Das wäre doch wirklich eine gute Partie. Jetzt heiratet er Erna. Welche Erna? Erna von Scratch, meine Kollegin. Naja, das musste ja so kommen. Immerhin aber interessant. Oh, schon so spät. Verzeih, Martha. Ich muss gehen. Edgar wartet. Er wird so schnell ungeduldig. Also, auf ein andermal. Das gnädige Fräulein auch endlich nach Hause. Entschuldige bitte, ich hätte anrufen sollen. Komm, Mann, steh auf. Seit wann trinkst du denn? Du hast doch früher nie getrunken. Mama, du dummes Ding. Ich trinke seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren, hast du gehört? Komm, Mama, du musst was essen. Bist du beim Arzt gewesen? Dieser Idiot, dieser Riesenidiot, keine Ahnung hat der. Ich sei gesund. Ich? Nur meine Nerven, hat er gesagt. Meine Nerven, die sind leicht gereizt. Leicht. Oh, dieses Dreckschwein. Mama. Oh, Mama, Mama, Mama. Ihr nehmt mich alle nicht ernst. Keiner nimmt mich ernst. Valium hat er mir verschrieben. Na, siehst du. Da hat er dir doch was verschrieben. Ich lasse mir von dir nichts befehlen! Denke gar nicht daran. Was ist denn das? Das? Das ist mein Mann. Kann ich mit
machen, was ich will. Natürlich, Mutter, gewiss. Übrigens hat Meister gestern wieder gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und? Ich habe natürlich abgelehnt. Jetzt hör sofort auf zu lachen. Sofort hörst du auf zu lachen. Ich lache, wann ich will, ich trinke, wann ich will, ich tue überhaupt, was ich will, wann ich will, was ich will, was ich will. Du bist eine widerliche alte Jungfer, Martha. Du ekelst mich an. Sterben. Doch dazu bei einer Hochzeit. Da denkt man an Leben, Frau Heyer. Die Vitalität, an Kinder. Wollt ihr denn Kinder? Hans will keine Kinder. Aber Ilse, ich habe doch nie gesagt, dass ich keine Kinder will. Ich habe gesagt, ich hätte Angst vor der Kindererziehung. Das habe ich gesagt. Das wird doch alles so problematisiert heutzutage. Entschuldigung, Kinder brauchen Liebe und eine feste Hand. Das ist alles. Das meine ich auch. Die Erwachsenen müssen nur die Erfahrungen weitergeben, die sie selbst gemacht haben. Und nicht alles der Willkür überlassen. Um mit Goethe zu sagen, man könnte erzogene Kinder gebären, wenn die Eltern erzogen wären. Ganz recht, all dieses Gerede von Freiheit und so. Das Leben ist auch nicht frei. Das stimmt natürlich alles. Und wir sind ja auch alle streng erzogen worden. Und das hat uns nicht geschadet. Und trotzdem... Da gibt es kein Trotzdem, mein Junge. Lass dich von dem neumodischen Zeug nicht verwirren. Das Sittengesetz ist unabhängig von Moden. Sie schütteln den Kopf, Martha. Sind Sie vielleicht anderer Ansicht? Ich? Oh nein, im Gegenteil. Ich unterstütze diese Ansicht voll und ganz. Herr Dr. Salomon, Ihr Bruder ist gekommen. Bitte sehr. Danke. Grüß dich, Helmut. Guten Abend. Das ist Ilse. Herzlichen Glückwunsch. Setz dich doch. Das ist Ilses Mutter. Ihr Vater. Ihre Freundin Marianne. Deren Mann. Herr Meister. Der Direktor der Landesbibliothek. Dessen Frau. Und das ist Dr. Hauff, unser aller Hausarzt. Und das ist Frau Heyer und ihre Tochter Martha. Guten Abend allerseits. Ich glaube, wir kennen uns ja. Mich? Aber... Doch, doch. Wir kennen uns schon. Nein, bestimmt nicht. Das... Aber ich bin ganz sicher, Frau... Fräulein, aber... Wir sind uns doch in Rom begegnet, vor der deutschen Botschaft. Ach da. Ja, das stimmt. Aber Martha, warum haben Sie uns das denn verheimlichen wollen?
das war gemein von Ihnen. Es ist die Wahrheit. Was Mutter denkt. Mutters Fantasie ist so dreckig. Kennen das. Sie sieht das biblisch. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie sind doch aber eine erwachsene Frau. Das bin ich nicht. Ich meine, natürlich bin ich erwachsen. Nur Mutter weiß es noch nicht. Oder vielmehr, sie will es nicht wahrhaben. Sie ist... Nun, sie ist ein wenig seltsam. Oh, sie war nicht immer so. Erst seit Vaters Tod, aber... Sie sind mir gleich in Rom aufgefallen. Sie hatten Tränen in den Augen. Vater war kurz vorher gestorben. Vielleicht eine Viertelstunde, bevor wir uns begegnet sind. Mitten auf der spanischen Treppe ist er. Sie haben sehr aufregend gewirkt auf mich damals. Ich habe Sie auch nicht vergessen seither. Das habe ich nicht gesagt, dass ich Sie nicht vergessen hätte seither. Sie. Aber vielleicht ist es ja wirklich so. Vielleicht habe ich Sie nicht vergessen. Seither. Ja, vielleicht. Sie haben noch nie mit einem Mann geschlafen. Was fällt Ihnen um? Also habe ich recht? Ja. Sie haben recht. Und Sie finden sich schön? Attraktiv und reizvoll? Ja, ein wenig. Ich finde Sie nicht sehr schön. Aber keinesfalls attraktiv und reizvoll. Sie sind zu dünn. Fast schon dürr. Wenn man sie so ansieht, meint man, ihre Knochen zu spüren. Außerdem wirken sie auf mich, als würde ihr Körper schlecht riechen. Mutter! Ich muss da hinein, bitte. Um Gottes Willen. Doktor, was ist mit Mutter? Nichts weiter. Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen, Martha. Ihre Mutter hat wohl aus Versehen zu viele Beruhigungstabletten eingenommen. Helfen Sie mir bitte. Ja, danke, Sie können jetzt gehen. Der Anblick wird nicht besonders erhebend sein. Bereiten Sie die Milch zu?
Sagen Sie, Martha, was haben Sie Ihrer Mutter eigentlich getan, dass Sie sich so sehr nach dem Tode sehen? Also passen Sie einen Augenblick auf Sie auf, ich bin gleich wieder da. Sie machen endlich die Milch heiß! Was machst du denn für Geschichten, Mama? Sowas. Das ist doch kein Spaß mehr, Mama. Du willst mich töten, Martha. Guten Morgen, Fräulein Heyer. Guten Morgen. Das ist sie. Kommen Sie doch bitte mal her. Ich will Ihnen Herrn Kaiser vorstellen, der hier den Aufgabenbereich meiner Frau übernehmen soll. Ich habe Herrn Kaiser schon von Ihnen vorgeschwärmt und ihm versprochen, dass Sie ihn einarbeiten werden. Das tun Sie doch nicht. Aber gewiss. Gerne. Das wusste ich. Sehen Sie? Vielen Dank. Oh, nichts zu danken. Das macht mir ja Freude. Trotzdem, wenn etwas anfängt im Leben, ein neuer Abschnitt, dann... Aber ich verstehe Sie doch. Kommen Sie. Was lieben Sie denn am meisten? Weiß nicht. Das Schicksal. Was? Das Schicksal? Wow. Finden Sie das so komisch? Ich weiß nicht. Aus Verzweiflung. Kommen Sie, lassen Sie uns was Lustiges reden. Kennen Sie das? Was denkt die Maus am Donnerstag? Nein. Aber ich? Das geht so. Was denkt die Maus am Donnerstag, am Donnerstag, am Donnerstag? Dasselbe wie an jedem Tag, an jedem Tag, an jedem Tag. Ach, hätte ich doch ein Wurstebrot, ein Wurstebrot, ein Wurstebrot mit ganz viel Wurst und wenig Brot. Na, ist das schön? Ja. So, dann machen wir es jetzt gemeinsam. Was denkt die Maus am Donnerstag, am Donnerstag, am Donnerstag? Dasselbe wie an jedem Tag, an jedem Tag, an jedem Tag. Ach, hätte ich doch ein Wurstebrot, ein Wurstebrot, ein... Wer war das? Das? Das war der Mann, den ich heiraten werde. Also? Wirklich, mir wird schlecht. Weißt du, ich habe wirklich Angst. Aber Martha, ich bin doch bei dir. Ja, ja, das ist schon richtig, aber... Ach was. Angst ist dazu da, um überwunden zu werden. Zusteige, jetzt können wir wieder dabei sein, Platz und Abteil nehmen, den Fahrschild wieder eindrücken, dann starten wir wieder. Ja, dann starten wir wieder zu einer neuen schönen Fahrt. Auf geht's zur neuen Fahrt. Martha,
Ich will dich zur Frau. Ich will dich heiraten. Danke, Helmut. Danke, danke, danke. Du weißt gar nicht, wie ich mich nach diesen Worten gesehnt habe. Setzen Sie sich doch. Danke, ich stehe ganz gern. Wie Sie wollen. Möchten Sie etwas trinken? Vielleicht einen Cognac? Ich hätte französischen da. Helmut Salomon hat mich gebeten, seine Frau zu werden, Mutter. Und ich habe ja gesagt. Ich werde Helmut heiraten. Das wirst du nicht tun, Martha. Solange ich lebe, wirst du das nicht tun. Doch, Mutter. Das werde ich tun. Nun gut, wenn du es so möchtest. Bitte. Was willst du? Zum Telefon. Ich will Dr. Hauf rufen. Warum? Meine Mutter sonst stirbt. Oh, Helmut. Ich verstehe, was du sagen willst. Du meinst, sie hätte ein Recht auf den Tod. Das hast du doch gemeint, nicht? Tu das nie wieder, Martha. Werde ich nie wieder gegen mich, wenn ich dich lieb haben will. Dr. Hauf? Herr Helmut Salomon. Bitte kommen Sie rasch. Frau Heyer hat ein weiteres Mal eine Überdosis Tabletten genommen. Im Übrigen bin ich der Überzeugung, dass man nunmehr um eine Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt nicht mehr herumkommen wird. Danke. Nun, Martha, hast du wirklich geglaubt, ich hätte deine Mutter sterben lassen? Nein. Das war ganz allein dein Einfall, Martha. Und sicher dein Wunsch. Es ist doch schöner, mit dir allein zu sein.
all die vielen Leute. Obwohl, es war eine herrliche Hochzeitsfeier. Alle waren so lieb zu mir. Selbst Mutter. Beinahe hätte man den Pfleger vergessen können, nicht wahr? Mutter hat es jetzt sehr gut, oder? Ja, gewiss. Sie hat so einen fröhlichen Eindruck gemacht, so offen. Und alle haben mir mein Glück gegönnt. Ach, Helmut. Helmut. Dass ich das erleben durfte. Und jetzt allein mit dir. Wir werden drei herrliche Wochen haben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf Italien freue. Auf jedes einzelne Sandkorn, auf jede Welle, auf alles. Alles. Und wie gut ich zu dir sein werde. Wie zärtlich. Oh mein Gott, ich habe dir so viel Zärtlichkeit zu verschenken. Meine ganze Sehnsucht, alles. Ich bin so glücklich, Helmut, dass ich weinen könnte vor Glück. Aber du bist so ernst, Helmut, so still. Freust du dich gar nicht? Bist du dir nicht glücklich? Doch, Martha, doch, ich bin glücklich. Ich muss es mir nämlich nicht einreden. Verzeih. Mein Gott, ist das hier schön. Davon hat man nachts gar nichts gesehen. Dieser Blick. Ach, ich könnte eine ganze Kanne Kaffee trinken und 10 weiche Eier essen. Ich habe Tee für uns bestellt. Es ist gesünder. Und Cornflakes. Ach, du hast Tee für uns bestellt? Und Cornflakes? Ja, ja. Cornflakes, gewiss. Es ist dir doch recht, mein Liebes. Oh ja. Natürlich. Gewiss. Martha, doch nicht vor dem Frühstück. Ach. Das ist ganz gut, wenn jemand auf meine Gesundheit achtet. Man verliert so leicht die Fassung, nicht? Ja, Martha, das stimmt. Das ist mit das Schlimmste, wenn man viel unterwegs ist. Man ist ja ganz auf die Landessitten angewiesen. In Südamerika zum Beispiel, da gibt es zum Frühstück einfach keinen Tee. Du bist gezwungen, Kaffee zu trinken. Kannst dir vorstellen, was ich da gelitten habe? Jeden Morgen Kaffee. Und das 9 Monate lang. Und das Essen im Allgemeinen. Aber man muss ja essen und dann... Der Mensch gewöhnt sich ja dann doch an alles. Mein Gott, ja. Davon haben wir ja noch nie gesprochen. Vom Essen. Was isst du denn gern? Ich meine, so richtig am liebsten. Was ich am liebsten esse, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich glaube doch Schweinenierchen in Burgundersoße. Schweinenierchen in Burgundersoße? Mein Gott, wie Vater! Aber auf solche Dinge muss man ja in südlichen Ländern von vornherein verzichten. Man weiß ja nie, was man wirklich serviert bekommt. Du Ärmster. Hoffentlich hat das bald ein Ende mit den weiten Reisen. Ja, in den nächsten 2-3 Jahren habe ich nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu tun. Da kann ich immerhin jedes Wochenende nach Hause kommen. Wärst du so lieb und würdest mich einreiten? Ach, weißt du, Martha, du hast so weiße Haut und... Ja? Ich würde es so gerne haben, wenn du ganz schnell ganz braun würdest. All die weiße Haut. Und wenn ich einen Sonnenbrand kriege? Ach was, ist doch gar keine richtige Sonne hier. Schön. Wenn du mich gern braun hast, warum nicht? Was liest du denn da?
Professor Hans Kilian, das enteignete Bewusstsein. Und? Ist es interessant? Wie man es nimmt. Wenn man es versteht, ist es interessant. Komisch. Ilse hat jetzt auch ihre Arbeit aufgegeben. Das ist auch sehr vernünftig. Wenn ein Mann seine Frau ernähren kann, dann ist es nur peinlich, wenn sie arbeiten geht. Ja, aber Ilse mag das ja gut und richtig sein. Ilse hat ihre Arbeit verachtet. Aber wenn eine Frau ihre Arbeit liebt, dann... Ich weiß nicht, das... Das kann doch was Schönes sein. Noch immer nicht besser? Du bist eingeschlafen, Martha. Man darf in der Sonne nicht einschlafen. Da entwickelt der Körper keinen Widerstand mehr gegen die Sonne. Schön, Martha. Helmut, fahren wir denn nicht nach Hause? Doch, Martha, doch, wir fahren nach Hause. Aber das ist die falsche Richtung. Wir... Ja? Wir wohnen doch dort. Im Haus meiner Eltern, oder? Nein, Martha, wir werden nicht im Haus deiner Eltern wohnen. Ich habe ein Haus für uns gemietet. Und zwar das Haus von Oberst Olbrecht. Das Haus von... Aber Helmut, in diesem Haus da, da ist ein Mord passiert, ein richtiger Mord. Naja, darum ist es auch billiger. Du hast doch nicht etwa Angst? Martha, du fürchtest dich doch nicht, oder? Nein, nein, nur... Ich hatte mich so an mein Elternhaus gewöhnt. Meine ganze Kindheit, all die Erinnerungen. Ich bin doch da glücklich gewesen in diesem Haus und jetzt... Und jetzt? Siehst du, Martha, das ist es ja. Genau das ist es. Wir wollen doch beide ganz von vorne anfangen. Ein ganz neues Leben. Oder?
Ach, ich wollte dich um etwas bitten, Martha. Hier im Haus. Du weißt, dass ich Rauch nicht vertragen kann. Wenn du rauchen willst, tu es bitte auf der Veranda. Mir zuliebe, hm? Wo ist die Veranda? Bitte? Vielleicht kann ich. Ja? Ich meine, vielleicht könnte ich meine ganz privaten Möbel, vielleicht könnte ich die. Aber Martha, die passen doch schon vom Stil her gar nicht in diese Umgebung. Glaub mir, du wirst dich schon noch dran gewöhnen. Nicht so traurig sein, Martha. Martha! Weißt du, eine ganze Woche allein ohne dich, das... Ich bin doch am Freitag schon wieder zurück. Und ich werde die ganze Woche fest an dich denken. So, dass dir vielleicht die Ohren klingen werden. Guten Tag, Frau Salomon. Ich
Ich habe doch längst guten Morgen gesagt. Also nochmal. Guten Morgen. Danke. Aber was machen Sie denn hier? Was ich hier... Aber... Ich verstehe nicht ganz, ich... Aber Frau Salomon, Ihr Mann hat die Stellung längst gekündigt. Die Stellung? Ja. Oh, das... Das ist ganz richtig. Mein Gott, Ich wollte ja auch nur ein Buch ausleihen. Ich... Das war's, ja. Aber gern. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Auf ein anderes Mal. Hallo, ich hätte gern Frau Salomon gesprochen. Frau Ilse Salomon. Ach, Salomon sind noch im Urlaub. Wann? Sagen Sie, wann erwarten Sie sie denn zurück? Ach, weißt du, wir sind da. Naja, da kann man nichts machen. Aber vielen Dank auf alle Fälle. Sag mal, bist du nicht eigentlich schon zu alt für so eine Frisur? Martha? Wein, bitte. Ich habe mich so auf dich gefreut. Schau mal, du hast es doch für mich getan, nicht? Siehst du, wenn ich die Frisur auch komisch finde, dann weiß ich doch, dass du es lieb gemeint hast. Und jetzt lach wieder.
Was hast du eigentlich so die ganze Woche getrieben? Mein Herz. Nichts weiter eigentlich. Ich habe versucht, ein Buch zu lesen, aber die Geschichte wollte nicht in meinen Kopf hinein. Tja. Helmut. Hm, ja? Warum hast du mir das eigentlich nicht gesagt? Was? Die Sache mit der Kündigung. Was für eine Sache? Also meinst du die Kündigung deiner Stellung? Aber das war doch schon längst abgesprochen. Ich habe ganz klar gesagt, dass ich nicht will, dass meine Frau arbeiten geht. Jetzt? Ich habe das Essen fertig. Und es ist dann noch gar nicht dunkel. Und Martha! Ich glaube, ich habe dir sehr wehgetan. Ne? Aber versteh doch, das kommt nur daher, dass ich dich so sehr liebe. Und dass ich mich die ganze Woche so sehr nach dir gesehnt habe. Und dass ich dann, wenn ich dich in den Armen halte, eigentlich gar nicht mehr weiß, was ich tue. Das muss ich dir doch sagen, wie sehr ich dich liebe. Martha? Bist du mir noch böse? Nein, Helmut, nein. Ich bin dir nicht böse. Jetzt weiß ich es ja. Nur im ersten Moment. Ich habe mich so schrecklich erschrocken. Helmut, verzeih mir. Ja, Martha, ich verzeih dir. Jetzt komm, ich brauch dich. Übrigens, Martha! Ja? Ich hab dir ein Geschenk mitgebracht. Eine Schallplatte. Oh, wie nett. Danke. Sag mal, hörst du diese grässliche Musik? Welche? Donizetti Lucia di Lammermoor. Das? Ja, das liebe ich so sehr. Aber das ist doch gar keine Musik, das ist... Schleim ist das einfach! Schleim! Ja? Ich weiß nicht recht. Ich verstehe so gar nichts von Musik. Ich höre sie nur gern da.
ist Musik. Das musst du hören, Martha. Orlando di Lasso. Ja, wahrscheinlich. Gewiss. Aber ich muss jetzt wieder in die Küche. Weißt du, das Essen. Das musst du hören, Martha. Immer und immer wieder. Bis du verstehst, was du hörst. Ja, Helmut. Ich will es versuchen. Was ist denn das? Was? Oh, das sind Schweinenächen, Helmut. Schweinenächen in Burgundersoße. Ich habe mir so große Mühe gegeben. Verzeih, Martha, aber hast du vergessen, dass ich von Innereien eine Allergie bekomme? Seit Jahren. Immer schon. Nein, nein, Helmut. Das ist dein Lieblingsgericht. Schweinenächen in Burgundersoße. Das ist doch kein Grund zum Weinen, Martha. Überhaupt nicht. Ich sehe doch, dass du es gut gemeint hast. Nicht wahr, das siehst du. Natürlich, mein Liebling. Natürlich sehe ich das. Du bist nur ein wenig verwirrt und kannst die Dinge nicht so recht auseinanderhalten. Aber das gibt sich wieder, ganz bestimmt. Hat dein Vater vielleicht gern Schweinenierchen gegessen? Überleg mal. Vater? Oh ja! Das war Vaters Lieblingsgericht. Das siehst du. Da haben wir es schon aufgeklärt. Und jetzt gehen wir in die Küche und machen uns gemeinsam ganz schnell irgendetwas für mich zu essen, ja? Irgendetwas, hm? Hm. Ein Buch über Staudammstatik, Martha. Ich habe es gekauft, damit du es liest. Du hast die ganze Woche Zeit, dich damit zu beschäftigen. Ich möchte, dass du was von meinem Beruf verstehst. Ich möchte mit dir reden können. Zur Herstellung des hochwertigen Betons erforderlich ist, soll der WZF Leinerans oder gleich 0,45 betragen. Hallo Marianne, hier Martha. Endlich erreiche ich dich. Ich habe es die ganze letzte Woche versucht, vergeblich. Ach ja, das wäre schön. Um 3? Gut, bis dann. Na, wie gefällt sie dir, die Ehe? Es ist dir alles noch so neu für mich und gar nicht so toll, wie du gedacht hattest, nicht? Siehst du, das habe ich dir ja immer gesagt. Sich nur nicht zu viele Hoffnungen machen. Das ist es. Aber weißt du,
So wie du erzählt hast, ist es eigentlich auch nicht. Sondern? Ja. Das ist schwer zu sagen. Es ist alles so ganz anders. So. Tja, dafür hast du auch einen der attraktivsten Männer, die ich kenne. Ja? Findest du? Naja. Er ist ja auch. Aber ein wenig sonderbar ist er vielleicht. Was heißt denn sonderbar? Er liebt dich doch. Oh ja. Er liebt mich sehr. Über die Maßen. Und trotzdem kommt er mir sehr sonderbar vor. Wart's nur ab. Eines Tages, ganz plötzlich, da kommt er dir sehr, sehr gewöhnlich vor. Meinst du? Ja, das wäre schön. Das wäre wunderschön, wäre das. Martha, was ist denn so Sonderbares an deinem Mann? Ja, wenn du mich so fragst, da fällt mir gar nichts Rechtes ein. Und doch, ich will ja nicht sagen, dass Helmut mir Angst macht, aber ein bisschen ist es schon so, dass ich mich manchmal fast fürchte. Ach, du fürchtest dich? Warum denn? Ja, weißt du, das kann ich jetzt wieder nicht recht benennen. Es ist mehr so ein Gefühl, verstehst du? Eine Empfindung. Tja, was tut er denn? Schlägt er dich, oder? Aber Marianne, wo denkst du hin? Natürlich schlägt er mich nicht. Er ist ja eigentlich ganz normal. Nur ich weiß eben nicht so recht. Und dann die Ausdrücke. Mir fällt immer nicht das Richtige ein. Dafür ist vielleicht wirklich alles zu neu. Da bist du also unglücklich. Aber nein, Marianne, nein. Ich bin keineswegs unglücklich. Keineswegs. Im Gegenteil. Ich bin glücklich. Richtig glücklich, natürlich. Nur bei der Liebe zum Beispiel, da ist das so streng, ja? Streng? Nicht streng im Sinne von streng, Marianne. Er ist so gewalttätig. Er ist gewalttätig? Nein, nein, nicht gewalttätig. Er küsst mich nur so hart. Wo? Oh, da ist er wohl sehr hemmungslos in der Liebe. Ist er das? Ja. Das ist er wohl. Hemmungslos. Guten Tag, Frau Salomon. Ich habe Sie gesehen. Ich wohne hier in der Gegend. Tja, dann gehe ich wohl wieder. Adieu. Vielleicht kann ich Sie ein wenig begleiten. Oder? Ich wollte Sie schon immer mal sprechen und Sie etwas fragen. Sagen Sie, warum hat Ihr Mann das gemacht? Das mit Ihrer Stellung. Was hat mein Mann gemacht? Er hat ohne ihr Wissen ihre Stellung gekündigt. Es ist doch so gewesen, Frau Salomon. Nein, Herr Kaiser, nein. Das ist ganz und gar nicht so gewesen. Und ist außerdem meine Angelegenheit. Meine Angelegenheit ganz allein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Schon wieder, Donizetti. Hat dir denn die Musik nicht gefallen, die ich dir geschenkt habe? Doch, Helmut, doch. Nur, ich kann doch nicht die ganze Woche die gleiche Musik hören. Hast du sie denn wenigstens einmal gehört? Nein, Helmut, ich mag solche Musik nicht. Hast du das Buch über die Staudammtechnik gelesen? Ach. Ich will ganz ehrlich sein, Helmut. Ich hab's überhaupt nicht angefangen. Es hat mich einfach nicht interessiert. Bei der Rüttler-Verdichtung, die zur Herstellung des hochwertigen Betons erforderlich ist, soll der BZF kleiner als oder gleich 0,45 betragen. Hallo? Hier Martha. Bitte verzeih die Störung. Ist Helmut bei euch? Doch, aber er ist vor Stunden weggegangen und ich habe das Buch jetzt gelesen. Ist er denn nicht bei euch? Ich könnte doch jetzt mit ihm reden. Ich habe nämlich auch die Musik gehört. Ich finde sie jetzt sehr schön, wirklich. Ist er denn ganz bestimmt nicht da? Nein, nein. Ich bin mal so aufgeregt. Und ich habe keine Beruhigungstabletten mehr. Ich habe sie nämlich ins Klo geschüttet. In die Toilette, weißt du? Schon länger. Ich habe bloß gedacht, vielleicht geht er zu seinem Bruder. Aber wenn er nicht da ist, dann... Ja, ja. Gute Nacht.
Martha Salomon, geborene Heyer, an einem Montag, den 23. September. Hallo, hier Martha Salomon. Herr Kaiser, ich wollte mich entschuldigen bei Ihnen. Ich bin unlängst wohl sehr unhöflich gewesen, aber das liegt daran, dass ich sehr nervös bin in letzter Zeit und ich bin so einsam und allein. Mein Mann hat seit Tagen nichts von sich hören lassen und ich muss mit einem Menschen sprechen, sonst werde ich verrückt. Hätten Sie Lust, mich zu treffen? Oh ja, um 2. Danke. Helmut? Verzeihung, bin ich hier richtig bei Salomon? Ich habe Sie verwechselt. Ja, Sie sind hier richtig bei Salomon. Kann ich das für Sie tun? Ich bin von der Post, gnädige Frau. Ich soll das Telefon abmontieren, ist abgemeldet worden. Das Telefon? Nein, das ist ganz unmöglich. Sie sind hier bei Salomon. Wir wollen unser Telefon nicht abmontieren. Das haben wir gar nicht nötig. Hier ist der Auftrag. Ihr Mann hat ihn unterschrieben, sehen Sie selbst. Er hat sogar dringend unterstrichen. Ja, das ist schon richtig. Ich habe noch nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Es steht da, in der Ecke. Was war denn? Hatten Sie Streit? Nein. Es ist nur, ich habe das Buch nicht gelesen. Aber mittlerweile habe ich es dann doch gelesen. Ich kann sogar ganze Passagen auswendig. Alle die wissen Sie, die fettgedruckt waren. Welches Buch haben Sie nicht gelesen? Ach, das ist doch nicht egal. Also sture Prinzipien. Ich meine, das ist ja andererseits auch wieder gut, nicht? Denn ohne Prinzipien, was wäre der Mensch ohne Prinzipien? Aber solch eine Auseinandersetzung wegen eines Buches? Auseinandersetzung? Es hat doch gar keine Auseinandersetzung gegeben. Plötzlich war alles so grau. Wissen Sie noch? Was denkt die Maus am Donnerstag? Ja. Ich weiß es noch. Dasselbe wie an jedem Tag. Sie dürfen nicht unglücklich sein, Martha. Das haben Sie nicht verdient. Helmut. Was wollen Sie denn hier? Ich weiß nicht, was Sie meinen, gnädige Frau. Ich kenne Sie nicht. Aber Sie? Sie haben doch heute unser Telefon. Sie haben unser Telefon. Verzeihung, aber Sie verwechseln mich. Leider. War das Ihr Mann? Ich weiß es nicht. Guten Tag.
Wie geht es dir, Martha? Jetzt. Jetzt mit. Möchtest du eine Tasse Tee? Gerne, Martha. Dann hole ich dir jetzt eine Tasse Tee. Orlando Villas. Ein sehr interessantes Buch. Bei der Rüttler-Verdichtung, die zur Herstellung des hochwertigen Betons erforderlich ist, soll der WZF kleiner als oder gleich 0,45 betragen. Günstig sind Wasserzementfaktoren von 0,38 bis 0,42. Diese und niedrigere Wasserzementfaktoren lassen sich bei ausreichender Bearbeitbarkeit des Betons durch Anwendung von Zusätzen wie zum Beispiel Plastifikator G erreichen. Durch diesen Zusatz wird die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt. Damit werden die Benetzungsfähigkeit des Wassers und die Betonplastizität erhöht. Bei der Auswahl der Zuschlagstoffe und der Festlegung ihrer Zusammensetzung ist Folgendes zu beachten. Es genügt, wenn die Zuschlagstofffestigkeit doppelt so hoch ist wie die des herzustellenden Betons. Die Verwendung von sauberen Zuschlagstoffen ist eine Voraussetzung für die Gütebetonherstellung. Siehst du, Martha, es kann doch Spaß machen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, nicht? Ich habe mir etwas überlegt. Du könntest etwas tun, was für mich wunderschön wäre. Und ein großer Beweis deiner Liebe zu mir. Ja. Sag's, Helmut. Sag es mir. Ich bitte dich, unsere Wohnung nicht mehr zu verlassen. Ich wünsche mir so sehr, dass du nur für mich auf der Welt da bist. Für mich ganz allein. Weißt du, die ganze Woche bei der Arbeit, wenn ich mir vorstelle, dass, den Gedanken, dass du mir untreu sein könntest, das kann ich nicht vertragen, weißt du. Das brächte mich um, Martha. Glaub mir, das würde mich töten. Aber
kannst du nur sowas denken. Du Dummer. Wie kannst du mir glauben, ich könnte dich betrügen? Das werde ich nie tun. Siehst du, das dachte ich auch, Martha. Und dabei kam mir gleich der Gedanke, dass es das Beste wäre, dich erst gar nicht in Versuchung zu bringen. Ja? Willst du? Das ist gut so. Das ist sehr gut, Martha. Helmut? Ja? Könnten wir denn vielleicht ein Kind haben? Nein, Martha, leider. Denk an deine Mutter. Ist krank, sehr krank. Oder möchtest du, dass dein Kind mit deinem Wasserkopf auf die Welt kommt? Komm. Martha! Was ist denn das? Ach, das? Das ist eine Katze, Helmut. Ich habe sie Rubel getauft, weil sie so schwarz ist. Ich habe mir gedacht, das macht dir nichts aus, weil es ist doch bloß ein Tier und... Ja? Ich habe mich so sehr nach etwas Lebendigem gesehnt, als ich die ganze Woche hier allein war. Und da habe ich mir... Du darfst es mir nicht verbieten, Helmut. Nicht wahr? Du erlaubst mir, Rubel zu behalten. Aber natürlich, mein Liebling. Wenn dir so sehr daran liegt. Das wusste ich. Danke. Danke. Vielen Dank. Ich habe Hunger, Martha. Oh ja, natürlich. Ich bin gleich fertig. Oh,
Und gestern Morgen war die Katze tot. So eine Katze, die stirbt doch nicht einfach. Die war doch noch ganz jung, die Katze. Also etwas kann passieren. Bei Tieren, da geschehen ja die seltsamsten Dinge. So. Und das? Hören Sie auf, die Leute werden schon ganz aufmerksam. Haben Sie das von ihm? Ja. Er tut mir immer sehr weh bei der Liebe. Und er wird von Mal zu Mal unkontrollierter. Ich habe Angst. Sie müssen vorsichtig sein, Martha. Ihr Mann ist ein Sadist. Das ist nicht wahr! Das ist eine Lüge! Sie sind gemein. Sie haben eine schmutzige Fantasie und wollen meine Ehe zerstören. Wenn Sie mich brauchen, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Fort gewesen, Martha. Du hattest mir doch versprochen, das Haus nicht zu verlassen. Nicht? Oh. Das. Das hat doch. Du musst nicht stottern, Martha. Ist doch nichts dabei. Oder? Nein, nein. Natürlich nicht. Natürlich ist nichts dabei. Eben. Ich nehme jetzt dein Bad, Martha. Mir ist unterwegs der Wagen kaputt gegangen. Und dann. Ich habe so große Sehnsucht nach dir. Übrigens, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ich möchte, dass du heute besonders lieb zu mir bist. Es liegt oben auf dem Bett. Ja? Er hat mir ein Geschenk mitgebracht. Er hat mir. Mein Gott, ich soll besonders lieb. Er will mich umbringen. Was hast du denn? Ich werde mir jetzt eine kleine Fahrt unternehmen. Ich hole die Autoschlüssel. Sie müssen sich jetzt zusammennehmen.
mein Gott, er ist hinter uns. Er verfolgt uns. Er hat doch gesagt, sein Wagen ist kaputt. Wo bin ich? Du bist im Krankenhaus, Martha. Im Krankenhaus? Und warum? Du hattest einen Unfall, Martha. Du bist im Auto eines gewissen Herrn Kaiser verunglückt. Ist ihm etwas geschehen? Herr Kaiser ist tot, Martha. Mein Gott, und es ist meine Schuld. Und was ist mit mir? Du kannst es mir ruhig sagen. Ich kann eine ganze Menge vertragen. Du wirst für immer gelähmt bleiben, Martha. Mein Gott. Ich werde es schon schaffen. Ich werde ja arbeiten können. Mit den Händen. Ich werde es schon schaffen. Aber Martha, du hast doch Helmut. Und Helmut ist nicht jemand, der einen anderen im Stich lassen würde. Er hat die ganze Zeit über deinem Bett gesessen. Er liebt dich, Martha. Martha, Helmut ist da. Lass ihn.
Sie muss sich doch ganz neu zurechtfinden in ihrem Leben. Lass sie Zeit. Du kannst sie schon bald abholen. Es geht dir den Umständen entsprechend sehr gut. Es freut mich. Ich habe mich schon sehr einsam gefühlt, so ganz allein zu Hause. Nun, Frau Salomon, jetzt geht's nach Hause. Freuen Sie sich denn gar nicht? Doch, Schwester Magdalena. Ich freue mich. So, Martha. Jetzt mach uns keinen Kummer. Wird bald ganz rasch, ganz gesund. Ganz? Tja, Martha. Wo Gott entschieden hat, da kann der Mensch nichts ändern. Auf Wiedersehen. Mach's gut, Adele. Ach, da habe ich noch was.